Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 mit Malte und Tobi. Hi. Hallöle. So, Malte ist jetzt auch etwas lauter, den habe ich lauter gedreht jetzt im Teamspeak. Ja, ich bin jetzt ganz laut. Ja. Ah. Stroh wird nicht angenommen, habe ich gerade festgestellt. Ja, den verkaufst. Weißt du noch, wo du es verkaufen kannst? Hier in dieser einen Scheune da, ne? Ja. Mit diesen komischen Türen, die sich da denn öffnen, wenn du da hinfährst. Muss ich gerade mal gucken, wo die war. Björn Raubs jetzt hier, oder was? Nee, Björn spielt ETS. Ach, deswegen nach Luxemburg fahren wir schon. Ja. Ich grad schon etwas. Nee, Björn ist, der hat leider keinen Landwirtschaftssimulator. Achso. Ja. Warte mal, hier war das? Nee, hier war das nicht. Rohr einfahren. Ich schätze lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, das haben wir auch vorhin eben auch schon gesagt in der letzten Folge. Dass wir uns auch erstmal wieder zurechtfinden müssen, welche Tasten jetzt was waren. So, was sagt denn die Wolle eigentlich? Wolle 73%. Okay. Hä? Hey. Hm? Warte. Abkoppeln? Nee, Seit wegheben, Gerät wechseln, komm. Achso, einschalten muss ich noch. Das ist das Falsche. Ich glaube, der ist gar nicht ausgeklappt, oder? Mach mal X. Ja. Und jetzt dürft er. Gott. Hä? Hier war sie. Ach, das ist hier unten dieses. Dieses komische Auto-Combine, da komme ich ja nicht klar. Nee, das kannst du ja ausschalten, wenn du selber fahren willst. Auto-Combine ist ja nur als Helfer gedacht. Wie mache ich denn das Mähwerk an? Was? Meinst du das Mähwerk an? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch gerade nicht. Weil da steht ja nämlich nicht. Das ist es nämlich. Dann mach mal Gerätewechsel. B oder V war das, glaube ich. Jetzt habe ich es wieder. So, jetzt auch. Ja. Langsam. Gibt da hier irgendwie. Oh, es gibt Geld. Da. Ja. Jetzt kann Papa fahren. Das mache ich auch noch mit Umleuchte an. Nee, halt, das war Position 1. Ja, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, nebenher zu fahren bei dem kurzen Feld gerade noch. Sonst wäre ich jetzt mal eine Runde nebenher gefahren, aber. Deshalb ist es halt praktisch, deshalb habe ich die beiden Felder miteinander verbunden hier, dass wir dann demnächst. Siehst du, ich kann ja schon mal anfangen anzusehen. Kannst du eigentlich machen. Ja, ich will eben noch was essen, deswegen habe ich nicht was auch total vergessen. Ich habe mir an den Tisch gesetzt. Das ist mir eingefallen, als du mich gefragt hast, wann ich komme. Ich sage, siehst du gut, dass ich nochmal gefragt habe. Ja, das ist jetzt. Gut, vielleicht wäre es mir auch wieder eingefallen irgendwann, aber. Nee, egal. Ja. Ja, so zur letzten Aufnahme dann oder so. Ja, prinzipiell egal. Ja. Ich schneide übrigens gerade wieder. Also bei uns zumindest. Echt? Bei uns war vorhin so ein bisschen Schneeregen. Ja, hier auch. Dann wird das morgen früh wieder richtig schön glatt werden. Ja, davon ist auszugehen. Warst ja heute Morgen schon nicht. Thomas, warst du heute Morgen nicht auch mit raus beim Einsatz? Nee. Mir ging's nicht so gut. Ja. Mein Wecker hat um 6.20 Uhr geklingelt und um 6.25 Uhr ging der Melder nicht so geil. Heute keine Schule. Ja, aber ihr wurdet wieder abbestellt, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich mir richtig schön Zeit gelassen, Duschen und Frühstücken und zur Schule fahren und. Da war ich noch beim Bäcker und ich kam trotzdem pünktlich zum Unterricht. Na, wie ärgerlich. Ja. So, was wollen wir denn mal ansehen hier? Was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn so? Raps. Raps bringt immer gutes Geld. Ja, wir haben aber im Moment. Achso, Gerste sammeln wir ja gerade ein, ne? Aber wir haben auch wenig Raps, ja. Macht Sinn, wir machen Raps. Sag ich ja. Ja, ist ja gut. Ach, jetzt habe ich es überblättert, ne? Erst ein Raps, so. mache ich selber oder lasse ich den Helfer fahren?
Beides unspektakulär, ne? Ja. Gott, wie ging das? Seemaschine senken? Seemaschine anschalten. So. GPS-Mod wäre halt was Schönes jetzt, ne? So, ja? Ja, GPS-Mod, da hält er automatisch die Spur dann, auch wenn du es selber eindüngst quasi. So, okay. Kann man doch nochmal nachinstallieren bei Gelegenheit. Ja. Dass sie das nicht in der Performance. Nö, nö, nö. Geht ein Licht nochmal an. F. S. F. Wie Friedrich. Ja, dann sag das F mal. Wie Funzel. Oh. Ja, dann kann ich ganz schön gehobelt fallen. Ja, das passiert immer beim Licht einschalten. Okay, ich dachte, ich mag aber gut. Das ist mich jetzt sehr gut verwundert. Und auch beim Licht ausschalten. Aber auch gerade. Ich bin also froh, dass ich einen neuen Computer habe, ne? Da kann man ETS richtig schön drauf spielen. Ja? Ja, nicht so wie bei meinem Laptop. Achso, ja. Können wir nicht nochmal Bornholm spielen? Ich möchte mal meinen Trecker mit dem Linksanhänger versenken. Hä? Erinnerst du dich noch? Ja, nee, bei dem Holzdings oder was? Nee, ich hatte bei Bornholm und dann bin ich mit diesem. Ach ja. Trecker und Abkürzung gefahren übers Feld. Und dann war da aber so eine Schlucht. Und dann bin ich mit dem Trecker und dem Brückewagen-Anhänger die Schlucht runtergesprungen und dann an einem Baum hängen geblieben. Ach, ich verzweifelt zwei Stunden lang. Ja, ja. Dann, wo wir da irgendwie mit drei Leuten versucht haben, das Ding irgendwie wieder rauszukriegen. Ne? Oh Gott, ja. Das war ja das Ding, wo dann nachher überhaupt nichts mehr ging, ne? Ja. Selbst die Baumfellarbeiten haben ja nicht mal mehr wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob sie das inzwischen schon so ein bisschen gefixt haben. Also Baumfellarbeiten im Multiplayer war halt immer sehr ein bisschen buggy. Keine Ahnung, ob das jetzt besser geht. Ja, müssen wir ausprobieren. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß, drum hält sich in Grenzen. Nein, ich glaube, das macht auf dieser kleinen Map hier auch nicht so wirklich Sinn. Hä, wieso? Wir haben doch noch bestimmt mal ein Feld frei. Das heißt, jetzt sehen wir Bäume an. Plantage. Haben wir überhaupt ein Sägewerk oder sowas, wo wir die verkaufen können? Ja, ich glaube, ne? Ein Heizkraftwerk haben wir, wo wir die Schnitzel verkaufen können. Es gibt auch ein Sägewerk, hab ich gerade gesehen. Ach echt? Oh, tatsächlich. Ich bin Sägewerk, Bad Sägewerk. Da sägen wir gern Eichen. Es gibt immer. Kennst du das Lied von den Wise Guys? Ich bin voll. Jetzt schon. Kurzzeit. Wie meinst du gerade mit der Frage? Welche Frage? Mit der, ob wir das Lied kennen im Sägewerk, Bad Sägewerk. Dich. Ach so, klar, ich kenne das. Ich habe doch gerade angefangen, das zu singen. Ja, es hätte ja auch sein können, dass du das einfach nur so gesagt hast. Ach so, also, nee. Weil sich das ja auch gut anhört, eigentlich, so vom Prinzip her. Ach so, oh, das wäre aber ein lustiger Zufall gewesen. Thomas, du enttäuscht mich. Jetzt muss Tobi schon deine Aufgaben hier. Ich bin hier am Einsehen. Ja, aber bist du schon wieder alles einsamst hier? Ja. Keine Details, bitte. Leider nicht das, was ich gerne möchte. Ich glaube, das kannst du so einig. Was? Glaube nicht. Was?
Also je nachdem. Also. Ja. Nein, also aber nein. Egal, anderes Thema. Ja, nicht on air. Nee. Ah. Kann ja hier leider kein FSK 18 PIN eingeben, ne? Das vielleicht verwirrt mich gerade. Was vielleicht? Du sagtest irgendwas mit vielleicht. Vielleicht aber, nee. Ja, nicht on air. Ja. Dann ist die Folge endlich vorbei. Wir machen jetzt mal kurz einen Cut. Ja, wir piepen das aus. Ja, das nee, das vergesse ich sowieso wieder. Tobi, nimm deinen Dingswagen da weg. Ja. Ich hab gerade festgestellt, irgendwie ist meine... Du hast dich irgendwie nicht aufgenommen. Nee. Wirklich. Mann, will er mich jetzt hier veräppeln? Einladung zur Google Analytics User Konferenz. Ja, nee. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Echt? Ja, im Sägewerk, Bad Sägewerk. Mehr nicht. Nur von diesen fünf Wörtern. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht. Außerdem sind es vier. Ja, und sicherlich bei einem entsprechend bekannten Streaming-Dienst sicherlich mal nachgucken. Ja, ich wollte es gerade bei YouTube, aber... Aber nicht, dass du dann nachher gestört wirst. Ich bin schon gestört, tut mir leid. Gesperrt wird. Ich wollte es so jetzt nicht sagen. Ja, aber ich meine, wir wissen das ja alle, dass du nicht mehr ganz fresh bist, aber... Ah, sehr eng gerade. Was hast ja. du eigentlich? Aha. Eng, du hast eng gesagt. Nicht on air. Moment, da habe ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Was? Manche stehen auf eng, weißt du doch. Ja, oder auf andere Sachen. Ja, enge Hofeinfahrten und. Richtig. Enge Hosen. Ja. Also. So, was war jetzt? Was wollte ich jetzt? Tatüt. Nein. Thomas, wieso hast du meine Nachricht von vorhin eigentlich noch nicht gesehen? Welche? Die letzte. Ich glaube, die habe ich gesehen. Okay, stoße ich nein, doch hatte ich gelesen. Hast du nicht gesehen? Sie sind ja keine zwei blauen Häkchen. Ja, sonst hätte ich ja nicht gewusst, dass da steht, ich stoße hinein. Wenn ich es nicht gelesen hätte. Ich wollte erst sagen, ich stoße hinzu, aber ich dachte, das ja, ist hinein da voll. Hinein ist mehr mein Niveau, hast du dann gedacht, ja? Nee, weil du vorher gesagt hast, dann kommst du einfach oder stoßt du einfach hinzu. Ja. Ich dachte, nee, wenn das dann damit antwortet, das ist ja auch doof. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dann hinein und dann habe ich gedacht, das passt ja sogar. Ach so, ja, stimmt. Ui. Es passt. Da ist so mancher. Ist nicht zu eng. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Ja. Da gibt es so den manchen, der dann das doch mal langsam wieder gebrauchen könnte. Sprichst du von dir, Tobi? Aber ich hat sich jetzt gerade echt. Ich verweigere die Aussage. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das wissen wir doch alle, warte. Pauschal stehst du, achso, du bist Thomas. Sexy. So, ich war jetzt gerade meine letzte Reihe, sondern das ist für dich. Richtig witzig, wenn man Leute sexy. Ja. Yeah.
in der Schule in der Pause haben wir heute Fahrstörungen gesagt. Da hing bei uns am schwarzen Brett einer, der seine Wohnung... Wie, der hing am schwarzen Brett? Ja, ja, ja. Das hättest du fotografieren müssen. Habe ich sogar. Wie haben die den da festgemacht? Mit Pinnadel. Ah ja. Also nein, er hat irgendeiner mit Pinnadel einen Zettel festgemacht. Ah. Auf dem steht, vermiete Wohnung oder Zimmer oder wieso. Da hat einer aus unserer Klasse da angerufen und hat da so gefragt, ja, ich habe gelesen, sie vermieten hier ein Zimmer, ist das denn noch verfügbar? Ja, das ist noch verfügbar. Okay. Aha. Okay, warte, nee, er hat was anderes gesagt. Nein, warte, ich mach das anders. By God, ich weiß nicht, ob man das gleich hört. The hell cares? Aber ich hoffe jetzt einfach mal. Hört ihr was? Ja. Björn Heidmann hat ein Video gesendet. Oh, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt. Ist das Zimmer zu vermieten? Jo. Ist das noch verfügbar? Das ist noch verfügbar. Ja, ich habe kein Interesse. Oh, wie schlecht. Aber ist doch voll witzig in dem Moment. Okay, seid ihr jetzt fertig mit dem Acker oder ist noch irgendwo anderes was, was gefettet werden möchte? Du kannst düngen. Ich habe gerade gefragt, ob noch was anderes geerntet werden möchte. Da sagst du, du kannst düngen. Ja, das ist ja schön. Ja, nein, es muss nichts anderes mehr geerntet werden. Okay, wo kommt denn der... Warte mal, was macht ein Feld 1 eigentlich? Ne, Feld 1 ist leer, oder? Was? Hm? Wo kommt der denn eigentlich hin hier? In den Einschuppen. Oh, jetzt stecken hier in der Tür fest. Welchen denn hier sitzt? Ah ja, Feld 1 ist wirklich leer. Was hast du nochmal? Achso, den. Stell irgendwo hin. Hey, ich denke, hier ist Non-Collision. Wieso kann ich denn nicht durch Zäune fahren? Wolltest du etwa gerade schummeln? Nein, aber ich bin dagegen gekommen und dann bin ich aber hängen geblieben. Ja, meint ihr, das ist komisch auf der Map. Meint ihr, Zäune haben Collision, meint ihr nicht? Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich das hinbringen soll. Ach, hier stehen Geräte, dann stelle ich den jetzt aber hier zu. Ja. Oh ne, das ist in mir weg. Das ist vielleicht schlecht, wenn ich das so vorstelle. Ja, da sind noch genug freie. Das ist das Gute an der Map. Hier sind so viele freie Schuppen. Kommt denn die Gerste hin? Gerste? Achso, Was ich gerade geändert habe. Ich versuche dich anhand der Minimap zu dirigieren. Okay. Also du musst da rechts... da stehen da so... irgendwo stehen da zwei Anhänger und links daneben ist ein Gitter, da muss das rein. So, jetzt bin ich da, wo du gesagt hast, rechts. Da steht zwar nicht, da ist ein Gitter, ich habe ein Gitter gefunden. Ja, da muss es dann rein. Oh. Aua. Gut, dass die Leute nicht sehen, wie ich fahre. Auch die sind von mir schon einiges gewöhnt, also. Tobi, kannst du hier zuerst die Ecke machen, damit ich hier weiterfahren kann? Jo. Das ist gut. Ach, du meinst dieses Riesenfeld hier, ja genau. Wie dünge ich denn? Wo haben wir den Dünger? Oder sowas steht? Der steht quasi. So schräg gegenüber von dem Gitter, wo du gerade abgeladen hast. Schräg gegenüber von dem Gitter, wo ich gerade abgeladen habe. Welche Richtung schräg gegenüber? Quasi hinter dir, schräg gegenüber. Jetzt vor mir oder was? Ich weiß ja nicht. Warte mal, ich kann ja kurz. Du bist gerade bei Feld 2, nee, dreh mal um. Baum. Achso. Ich hab grad so, ich häng grad mit dem Gewicht am Baum, warte. Ich häng jetzt mit dem ganzen Trecker im Baum. Das Problem ist uns bekannt, ich komm nicht mal retten. Hacke. Das ist bei der Map hier auch schon mal, Du bist schon wieder frei. Ach, okay. Denn, muss ich erstmal das Gewicht wieder anhängen. Nicht, dass dein Trecker gleich einen Flip macht. Okay, mach was. Ich bin Profi-Treckerfahrer, ja. So, jetzt. Also, zurück. Zurück. Und jetzt schräg gegenüber vom Gitter. Ja, rechts. Rechts. Oh. Oh, hier steht ein Hochdruckreiniger. Ja, rechts. Ja, dann links. War ich doch vorhin, das ist egal. Und da jetzt geradeaus und dann auf der linken Seite müsste das sein.
Wenn ich ja, hier ist Dünger. Und wo ist der Streuer? Dann ein Haus weiter da. Eine Scheune weiter. Das ist keine Scheune, achso. Hast du das gefunden? Nee. Hä? Telefon. Nee, Timer. Schon? Ja. Und jetzt Zeit. Hä, steig mal kurz aus deinem Trecker. Nein. Nee, ich will mich... Ja, dann such halt selber. Ihr habt hier keinen, ihr könnt übersteuern. Doch. Nein, der ist da. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich wieder weg. Da steht eine Kanzel. Jetzt bin ich wieder vorne. Jetzt bin ich wieder hinten. Jetzt bin ich wieder vorne. Jetzt die ganzen kleinen Flecken wieder hinten. Da ist der Mähdrescher, da ist Mäh weg. Da ist. Also ich glaube, ich weiß, warum manche Zäune No-Collision haben. Ganz einfach, damit der Helfer hier in Ruhe umdrehen kann. Ja, wie gesagt, die Folge ist um. Wir sagen tschüss, winke, winke, bye, bye. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, winke, winke, bye, bye. Bis zur nächsten Folge.